So, heute möchte ich euch mein neues Projekt vorstellen. Ich habe meinen Bus, Elektrobus, mit Solarzellen versehen. Hier seht ihr ihn. Mein Plan ist es, dass alle Kurzstrecken mit diesen Solarzellen wieder aufgeladen werden. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Schaut ein bisschen futuristisch aus, macht aber nichts, dann falle ich wenigstens auf mit dem Wagen. Ich habe momentan, jetzt ist 10 Uhr früh, einen Ladestrom von, schauen wir mal, ich habe extra einen Ampermeter hier reingehangen, 5,6 Ampere. Das erscheint euch vielleicht nicht viel, aber er lädt ja ständig. Das heißt, auch wenn ich jetzt zum Einkaufen fahre oder wenn ich überhaupt fahre, also es wird ständig geladen und mein anderes Ladegerät mit 220 Volt, das hier verbaut ist, die Kabel werden natürlich noch anders verlegt. Das lädt jetzt mit 20 Ampere meine Akkus. Dementsprechend, also gestern hatte ich zum Beispiel fast 7 Ampere in der Mittagszeit. Das wären dann, ich schätze mal, ja, das Vierfache ungefähr, was ich mehr an Zeit benötige mit diesen Solarzellen, wenn die Sonne scheint, muss man auch dazu sagen. Auch wenn eine Wolke davor ist, sind es immer noch 4 Ampere, was geladen wird. Im Sommer. Im Winter habe ich keine Ahnung. Macht aber auch nichts. Ich kann die Solarzellen mit diesen vier Trägern einfach wieder abmontieren. Das geht ganz einfach, wenn man zu viert ist. Okay, wenn ihr weitere Fragen habt, einfach auf meine Homepage gehen, www.fleck-elektroauto.de. Danke fürs Zuschauen. Ciao.